Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Video von mir. Ich habe einen DM Rossmann Haul und eine Kleinigkeit von Zalando, die ich euch gerne zeigen wollte. Und ja, es ist diese Tüte hier, sie ist auch ganz schön schwer, also es geht noch. Aber ich würde sagen, wir schauen jetzt gleich mal rein, weil es ist schon eine Kleinigkeit. Ich würde sagen, wir starten jetzt gleich mal mit dem Produkt von Zalando. Und zwar habe ich mir eigentlich bloß ein Teil bestellt und das kommt hier. Das habe ich habe jetzt schon länger nicht mehr bei Zalando bestellt. Und die haben jetzt so Zalando Beauty auch. Genau. Und das kommt hier echt in so einer schönen Beutel hier verpackt. Und ich muss sagen, das finde ich klasse, weil den kann man echt wiederverwenden, gerade wenn man unterwegs ist. Ich bin da öfters auch einfach mal auf Dienstreisen und da kann man sowas echt gut verwenden für zum Beispiel Lidschatten oder Puderprodukte, die einfach nicht kaputt gehen sollen. Und da finde ich den Beutel echt klasse. Und ja, aber jetzt eigentlich zu dem Produkt, was ich mir bestellt habe. Und zwar ist es dieser Beauty Blender hier und diesmal in einer anderen Farbe, beziehungsweise eigentlich recht farblos. Und zwar sieht er so aus, ein aktueller Beauty Blender, mit dem habe ich mich auch heute geschminkt. Sieht immer den Größenunterschied, der ist halt jetzt angefeuchtet und der ist halt noch trocken. Und ja, aber so klein, glaube ich, wird der eigentlich gar nicht mehr. Muss ich mal gucken, aber ich glaube, wenn er einmal angefeuchtet ist, bleibt er etwas größer. Aber ich liebe den Beauty Blender und ich hätte nie gedacht, ja, dass ich das Produkt so gerne mag und dass der nochmal wirklich eine Spur besser ist als der Real Techniques. Doch ist er und ich liebe ihn und deswegen musste mal ein neuer hin. Ja, dann habe ich mir auch mal bei Rossmann eine neue Foundation mitgenommen. Also ich bin ja momentan sehr am Testen von Foundation und gucke gerade, was für meinen Hauttyp einfach am besten geeignet ist. Und ja, ich liebe ja an sich meine MAC Studio Fix Plus Foundation, aber sie ist halt wirklich, wenn man schlechte Tage hat, also wo meine Haut extrem trocken ist, merkt man das extrem, dass sie sich doch absetzt. Und ich werde auch das nächste Mal, wenn ich in Nürnberg bin, da gibt es ja den MAC Store im Müller drin, da werde ich demnächst auch nochmal hinfahren und werde mir mal eine andere Foundation empfehlen lassen und auch mal auftragen lassen, einfach, dass vom Hautton her stimmt, weil ja auch innerhalb von einer Firma gibt es ja oft einmal Unterschiede. Und wenn man schon viel Geld ausgibt für eine Foundation, möchte ich eigentlich jetzt die richtige Farbe haben. Ja, zurück zu dem Produkt. Und zwar ist es vom Manhattan das 3-in-1 Easy Match Make-up in der 30 Soft Porcelain. Leichtes, ölfreies Make-up passt sich perfekt dem Hautton an. Natürlich ebenmäßiges Finish. Weichzeichnerpuder verblenden optisch Hautunebenheiten, helfen Augenringe und Rötungen zu reduzieren mit Vitamin E und 24 Stunden Feuchtigkeitskomplex. Und dieser Feuchtigkeitskomplex war halt der Auslöser, weswegen ich sie gekauft habe. Und ich habe sie jetzt auch schon ein paar Mal aufgetragen und ich trage sie auch heute. Ich schaue jetzt nochmal in den Spiegel rein. Und an sich finde ich schon, dass sie sich nicht an den trockenen Stellen absetzt. Aber ich weiß nicht, ob man es hier erkennen kann, der Farbton passt mir nicht so ganz. Und ja, es gibt aber auch nicht viel Auswahl. Und deswegen, ja, an sich von der Art finde ich sie gut. Und mir fällt gerade ein, ich habe noch eine gekauft, die ich schon eingeräumt habe in den Schrank. Und zwar habe ich mir die Dream Satin Liquid Foundation mitgenommen. Ja, seht ihr den Farbunterschied schon mal? Also selbst der ist mir schon ein bisschen zu dunkel und der ist ja nochmal ein Ticken dunkler und das ist die hellste Farbe. Und das finde ich echt schade, weil von dem Finish her finde ich die gigantisch. Aber sie ist mir einfach zu dunkel und ja, vielleicht wird es jetzt im Sommer ein bisschen besser. Und ja, wenn es jetzt langsam ein bisschen wärmer wird, dass die hier ein bisschen besser passt und dann wirklich im Sommer die hier besser passt, weil ich finde die echt gut und es wäre echt schön, wenn Maybelline hier noch zusätzliche Farben rausbringen würde. Also das würde mich sehr, sehr freuen. Und ansonsten, die geht, aber die ist nochmal eine Spur besser und ja, wie gesagt, nur leider zu dunkel. Dann etwas ganz, ganz Langweiliges. Und zwar habe ich mir bei Rossmann solche Gummiringe mitgenommen. Die kommen hier in so einer coolen Box drin. Bei DM habe ich die in so einer Box noch nicht gesehen, sondern nur diese ganz dünnen Haushaltsgummibänder. Und manchmal braucht man halt etwas Stärkeres. Und deswegen habe ich mir die hier mitgenommen. Und cool ist halt, dass die halt in
so einer Box kommen, dass die nicht überall rumfliegen. Ja, dann habe ich gesehen, bei Rossmann wird gerade die LE abverkauft, die Brow Lights LE. Und das ist die hier und die habe ich halt wirklich für 4,95 ergattert. Und ich habe die heute ausprobiert und ich finde das Produkt mega. Ich habe die Farbe Ashtone Shining Blond. Ich glaube, ich habe es komplett falsch ausgesprochen, Nummer 100. So sieht es aus. Und innen drin sieht das Ganze so aus. Also ihr habt hier einmal einen Highlighter-Ton und einmal diesen, die Brow-Pomade. Und die ist mega gut. Also lässt sich super leicht auftragen und man kann sie auch schön verblenden, dass es halt richtig, richtig schön ist. Und also das Produkt gefällt mir mega, mega gut und passt auch echt gut zu meiner Haarfarbe. Also gefällt mir richtig, richtig gut. Und ein weiteres Produkt aus der LE, auch für 4,50 ergattert. Der Brow Affair Grooming Eyebrow Gel and Oil. Tja, die erste Packung, die ich gegriffen hatte in dem Fach, war auch die gleiche Farbe wie bei der Augenbrauenpomade. Da war aber leider die Verpackung schon offen. Deswegen habe ich mir gedacht, ach, du nimmst das untere, Verpackung zu, habe aber nicht mehr auf den Farbton geschaut. Daheim dann festgestellt, ja, es ist der dunklere Farbton. Den trage ich aber heute auch. Den habe ich nochmal oben drüber gegeben, weil hier halt auch nochmal Fasern drin sind, einfach um die Augenbrauen ein bisschen aufzufüllen. Und ich finde, das geht noch. Also es ist jetzt noch im Rahmen und deswegen finde ich es ganz gut. Und das sieht hier so aus, das Produkt. Ihr habt hier einmal auf der Seite dieses Fasernbürstchen, also auch ein richtig, richtig schönes kleines Bürstchen. Und ich werde auf jeden Fall morgen, morgen ist Montag, nochmal zum Rossmann fahren und gucken, ob ich die andere Farbe nochmal kriege. Weil ich möchte ja wieder blond werden und da wird mir die Farbe dann trotzdem ein bisschen zu dunkel sein. Und auf der anderen Seite haben wir hier dieses Öl. Und das hat ein sehr interessantes Bürstchen. Das ist nämlich so geformt. Ich habe erst gedacht, komisch, wie soll das funktionieren? Aber es funktioniert richtig gut. Ihr geht da einfach nochmal mit dem Applikator drüber und es fixiert halt wirklich die Augenbrauen. Und ja, ganz, ganz tolle Produkte. Und ich habe ja wirklich Love momentan echt für mich entdeckt und möchte auf jeden Fall noch mehr aus der Theke ausprobieren. Und ja, wenn ihr ein Favoritenprodukt von Love habt, dann schreibt es mir noch unten in die Kommentare, was so euer Favorit ist. Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren und ich würde mir das auf jeden Fall mal dann gerne anschauen. Auch bei Rossmann wieder mitgenommen ist das Soft Compact Powder in Transparent von Manhattan. Das hatte ich früher schon mal und ich liebe eigentlich das Produkt. Und mich wundert, dass ich das ewig nicht hatte. Und ihr habt hier nochmal so ein Fach für so eine Puderquaste, also zum Mitnehmen auch. Und ja, ist halt wirklich so ein einfaches Puder, ist auch sehr, sehr schön fein gemahlen und mag ich einfach sehr, sehr gerne und dürfte deswegen auch wieder mit. Ich habe mir noch ein Deo mitgenommen und zwar diese Compress Deo von Dove, einfach für die Handtasche, weil es kleiner ist als das große. Das habe ich mir bei Rossmann mitgenommen und bei DM habe ich mir nochmal dieses hier mitgenommen von Dove, das Original mit 0% Aluminiumsalze und ich finde die Dove ohne Aluminium sind trotzdem, also die funktionieren. Also es gibt ja viele Deos, die funktionieren ohne Aluminium nicht. Und bei dem habe ich schon den Eindruck, dass es vor Schweißgeruch schützt und es riecht halt wirklich den ganzen Tag wie frisch geduscht. Und aber nur bei diesem Original, also bei den anderen finde ich das nicht so. Und deswegen durfte das hier mit und das hier einfach für die Handtasche zum Nachsprühen, falls doch mal nicht ausreichen sollte. In einer meiner letzten Glossy-Boxen hatte ich ein Shampoo von Dove auch drin. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt. Ich kann euch das Video auch gerne hier oben nochmal verlinken. Und zwar war es dieses hier, das Dove Volumen Shampoo für feines Haar. Und da habe ich mir gedacht, einfach weil ich festgestellt habe, dass wenn man in der gleichen Reihe bleibt, bei der gleichen Marke, dass die Produkte dann doch besser funktionieren. Und dann habe ich mir nämlich noch das Volumenspülung mitgenommen und ja, möchte ich einfach gerne ausprobieren und weil ich einfach mehr Volumen in meinen Ansatz bringen möchte und da investiere ich momentan sehr, sehr viel und gucke mir viele Produkte an und möchte viele Produkte ausprobieren in der Richtung. Genau, das
Das wollte ich mir bei DM kaufen, gab es leider bei DM nicht. Die hatten nur das Shampoo da, was ich irgendwie ein bisschen komisch finde. Deswegen habe ich mir bei DM dann das Pantene Pro-V Volumenspülung mitgenommen. Ja, ich hatte gedacht, ja, dann nimmst du halt zumindest das mit, damit du irgendwas hast, damit Volumen als Spülung nochmal dabei ist. Ja, jetzt habe ich das mäßigerweise da, weil bei Rossmann habe ich das andere ja dann gefunden. Vielleicht hole ich mir da auch einfach mal das Shampoo dazu. Ja, ich habe mir auch nochmal so einen Kamm hier mitgenommen von Ebelin. Den habe ich schon mal und ich finde den richtig, richtig gut. Und da habe ich mir gedacht, ja, für die Sporttasche und weil ich hier in meinem Schminkzimmer, glaube ich, mein Zimmer habe ich ja auch nochmal, hätte ich auch gerne nochmal einen Kamm. Und ja, deswegen habe ich mir den jetzt hier für die Sporttasche mitgenommen. Von Maybelline habe ich mir eine Mascara mitgenommen und die wurde ja auch total gehypt. Und viele haben auch geschrieben, wenn du die L'Oreal Ecstatic Mascara, Paradise Ecstatic, glaube ich, heißt sie, magst, dann wirst du die genauso lieben. Ja, sie ist gut, aber ich muss sagen, dass die L'Oreal Mascara nochmal eine Spur besser ist und die mag ich lieber. Und weil die einfach, also die verklebt auch so ein bisschen die einzelnen Wimpern. Also es bleibt auch sehr, sehr lange feucht. Und ich habe mich dann angezogen und dann sind die Wimpern so zusammengeklebt und dann hat es sich wirklich so ein V gebildet. Und das mag ich bei einer Mascara nicht. Also die braucht wirklich sehr, sehr lange zum Trocknen. Und ja, vielleicht wird sie jetzt ein bisschen besser, wenn sie offen ist. Ich trage sie auch heute, allerdings mit einem Lash Primer. Und da habe ich mir nämlich von Essence eine mitgenommen, den Volume Booster Lash Primer Super Volume with Super Fruits. So schaut der aus. Das ist ein ganz normaler weißer Lash Primer. Gibt super Produkt auf die Wimpern ab. Also wirklich so, die waren knallweiß. Und dann das Produkt drüber. Und da finde ich jetzt schon, dass die Wimpern da nicht so verkleben wie ohne diesen Lash Primer. Deswegen nutze ich die jetzt erstmal in der Kombi. Ich hatte mir von Adele mal ein Set mitgenommen oder bestellt gehabt damals mit Kleber, also mit dem Duo Wimpernkleber und den Wimpern. Und jetzt habe ich mir letztens Adele Wimpern bestellt und wollte mir die aufkleben und habe festgestellt, dass der Duo Wimpernkleber gekippt ist. Also der hat richtig eklig gerochen. Und deswegen habe ich mir diesen Fingerskleber hier mitgenommen. Ich die Verpackung, warte mal, steht hier dabei. Precision Lash Adhesive. Oh Gott, ich bin heute echt. Also Wimpernkleber mit Pinsel auf jeden Fall. Genau, so sieht die Verpackung aus und so sieht der Kleber aus. Und weil ich wollte einfach nicht, ich weiß gar nicht, was hat der Duo Wimpernkleber? Ich glaube irgendwas um die 10 Euro oder über 10 Euro. Und so viel wollte ich jetzt erstmal nicht ausgeben, weil das war so eine große Tube. Die Tube, die mir damals gekippt ist, das war so eine kleine und da habe ich vielleicht 3-4 Mal mit Wimpern aufgeklebt und das war's dann. Deswegen wollte ich einfach so viel Geld nicht in ein Produkt investieren, wo ich weiß, das werde ich in der Zeit nie aufbrauchen, das wird mir kippen. Deswegen habe ich mir mal den hier mitgenommen und der hat hier so eine Spitze. Da kann man dann praktisch schön das Produkt am Wimpernband auftragen. Und ja, werde ich auf jeden Fall mal testen und mal schauen, wie der so ist. Ich habe den auch schon auf dem Handrücken getestet, einfach um zu gucken, ob er durchsichtig trocknet. Ja, das tut er. Das steht nämlich hier nirgends drauf. Aber er trocknet durchsichtig und ja, werde ich demnächst auf jeden Fall mal testen. Mein Freund hat mir eine Kleinigkeit mitgebracht und zwar von Kneipp Badekristalle Spuren im Sand mit Meertau und Vetiver abschalten und den Kopf frei bekommen. Und so sieht das Ganze aus und da bin ich auch schon mega gespannt, weil hier ist halt leider keine Duftprobe dran. Aber die Kneipp-Produkte mag ich an sich sehr, sehr gerne und bin eigentlich noch nie enttäuscht worden. Ja, machen wir mal weiter mit drei langweiligen Produkten, die aber auch gebraucht werden. Und zwar einmal Müllbeutel. Da habe ich hier wieder diese Zugbomb-Müllbeutel mit Duft mitgenommen. Und die riechen so richtig frisch, zitronig nach dieser Limone, die drauf ist. Genauso riecht es auch. Und es ist halt einfach wesentlich angenehmer, wenn man den Mülleimer aufmacht und nicht gleich dieser Katzenfutter-Duft in die Nase strömt, sondern
einfach so ein bisschen das Ganze gedämpft ist. Und ja, deswegen dürfen die hier mit. Dann haben wir, oder beziehungsweise momentan, ich habe auch schon wieder eine drüben im Wohnzimmer stehen, weil meine Nase läuft immer noch ein bisschen. Und ja, deswegen sind die eigentlich hier momentan im Standardgebrauch. Und da habe ich, wie gesagt, zwei mitgenommen. Und eine neue Kosmetiktücherbox. Und die hat hier auch ein richtig, richtig schönes Design. Mon Amour, also ein bisschen an Paris angelehnt. Und ja, schaut echt schön aus. Genau, durfte auch wieder mit. Ich bin ja so ein absoluter Rhabarber-Liebhaber und deswegen durfte dieses Body Spray mit Rhabarber-Vanille. Und ich liebe diesen Duft. Also der ist richtig, richtig gut und ja, tausendmal besser als der hier. Das gab es jetzt so im Oktober, Orangenblüte und Vanilleduft. Und der riecht so richtig schön fruchtig, säuerlich und mit diesem Vanille so süßlich. Ganz, ganz, ganz toller Duft. Also wenn ihr sowas mögt, schnuppert mal dran. Ich liebe. Ja, ich bin auch ein absoluter Himbeerliebling und Rhabarber ja auch, wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt. Und wie ich das letzte Mal beim DM war, gab es leider nur noch eine Verpackung und die hat schon unten ganz schön versifft ausgeschaut, deswegen habe ich sie stehen lassen. Aber diesmal gab es sie und zwar ist es von Original Source die 4 ätherische Öle in Rhabarber und Himbeere. Sieht so aus und es duftet so lecker, süß, säuerlich, fruchtig, genau mein Ding. Und ich hatte früher schon Original Source und die haben die Verpackung auch verbessert. Also früher ist es ja richtig ausgesifft und ja, das passiert jetzt nicht mehr, auch wenn man sie wirklich mal auf und zu macht. Und ja, ganz, ganz, ganz tolles Produkt an sich und bin ich froh, dass ich mal wieder von Original Source eins mitgenommen habe und ja. Kommt auf jeden Fall demnächst jetzt in meine Dusche. Und ja, bei Nivea bin ich auch ein bisschen durch die Regale gestöbert und habe mir einmal eine Handcreme mitgenommen, weil ich ja nicht genug habe. Aber ich hatte einfach wieder mal Bock auf eine Nivea-Handcreme. Und zwar ist es hier diese Kirschblüte mit Jojobaöl geworden. Und ja, die hat halt diesen Duft wie auch die Bodylotion mit Kirschblüte. Finde ich sehr, sehr gut. Mag ich sehr gerne. Und ich finde, die Nivea-Produkte pflegen auch richtig angenehm. Und zieht auf jeden Fall auch schnell ein, sodass man halt wirklich schnell wieder mit seiner Arbeit weitermachen kann und nicht lange so da sitzen muss, bis eigentlich mal alles eingezogen ist. Ja, ich habe mir auch eingebildet, oder was heißt eingebildet, ich mag diese Standardprodukte eigentlich auch sehr, sehr gerne und ich hatte jetzt lange keins mehr, ich glaube seit über einem Jahr und ich hatte auch keins mehr in meinem Vorrat, einfach so ein Standard Nivea Duschgel. Das riecht halt einfach nach Nivea. Es riecht nach dieser Creme, es riecht einfach so nach Kindheit, so die Zeit bei der Oma, weil meine Oma hat nur Nivea-Produkte verwendet und immer diesen großen Bottich und immer hier die Punkte hin und das Gesicht eingecremt, den ganzen Körper eingecremt und es hat einfach immer so, so gut gerochen und es riecht einfach so nach einer guten Zeit und ich mag das einfach sehr, sehr gerne und deswegen durfte es mit und es kommt auf jeden Fall jetzt bald schon in meine Dusche und ja, einfach für zwischendurch und ich habe wirklich in meiner Dusche habe ich ja Standardgerüche, fruchtige Gerüche, schwere Gerüche. Also ich habe ja immer alles drin und ich wechsle da sehr, sehr, sehr gerne ab. Und jetzt neu rausgebracht hat ja Nivea diese Pflegedusche mit Cremeölperlen. Da habe ich mir diese Kirschblüte-Variante mitgenommen. Es glaube ich gab noch zwei andere. Bin mir jetzt noch nicht sicher, welche. Ich glaube Lotus noch und noch irgendwas, aber ich weiß es jetzt gerade echt nicht. Und ich schaue nämlich gerade, da sind wirklich so Ölperlen drin. Und das riecht aber schon ein bisschen wie parfümiert. Also da bin ich mal sehr gespannt, wie das unter der Dusche wird.
Und hier hinten steht drauf, cremige Formel mit wertvollen Ölperlen, samtweicher Schaum, veredelt mit Arganöl, verwöhnender Kirschblütenduft, für eine sanfte Reinigung und spürbar weiches Hautgefühl. Ja, also bin ich auf jeden Fall mal sehr, sehr gespannt drauf. Und Instagram Made Me Bald, muss man ja wirklich so sagen. Ich habe stehen sehen, habe mir gedacht, okay, das nehme ich mit. Und zwar ist es die Nivea Pflegedusche Sun Welcome Shine Nivea Sun Original Duft mit Aloe Vera. Sieht so aus. Und das wird jetzt noch erstmal in den Vorrat gestellt. Und das riecht so original nach Nivea, finde ich jetzt nicht. Also wenn ich jetzt die zwei vergleiche, also im direkten Vergleich, riecht das schon so ein bisschen anders. Also es riecht schon nach Nivea, aber das riecht noch mehr nach Nivea, jetzt so aus der Tube raus. Wie es jetzt sich natürlich unter der Dusche verhält mit dem, ist die andere Frage. Aber generell ist das ja auch dafür gedacht, als After-Sun-Dusche, pH-neutral mit Aloe Vera, und deswegen denke ich, wird es auf jeden Fall erstmal für den Sommer hergenommen. Ja, noch ein Nivea-Produkt, und zwar die Micellenreinigungstücher. Die liebe ich ja, und die waren ja vorher mit diesem, Flamingo, genau, mit diesem Flamingo drauf. Und das ist jetzt die neue Design Edition, die wird es dieses Jahr anscheinend geben. Und zwar ist es mit dieser Giraffe drauf. Auch sehr, sehr schönes Design. Gefällt mir richtig, richtig gut. Und ich mag diese Tücher einfach. Also ich nehme die gerne mit, wenn ich unterwegs bin und über Nacht auswärts schlafen muss. Weil damit kriege ich alles runter. Also Mascara, Make-up und so weiter. Und ich muss kein flüssiges Reinigungsmittel mitnehmen, was auslaufen kann, ne? Genau. Und das letzte Produkt ist dieser Mikrozell hier. Und zwar ist es diesmal der richtig originale mit Form Aloehyd oder wie sich das auch immer schimpft. Das wird ja ganz schön, man sagt halt ja, es ist halt nicht gerade so gesund. Ich habe mich mal ein bisschen schlau gelesen, und es ist wohl so, dass die Prozentsatz, also das sind 2%, die hier drin sind, und es ist so ein geringer Anteil, dass es eigentlich nicht gesundheitsschädlich ist. Ich meine, die Menge macht das Gift, ne? Aber ich möchte einfach keine brüchigen Nägel mehr haben. Und ich habe jetzt schon einige Produkte ausprobiert, und bis jetzt hat wirklich nichts so richtig geholfen. Ich hatte auch den grünen schon ohne diesen Formaldehyd, und der ist aber fast leer, und ich habe halt mal ein bisschen mich schlau gelesen, und der soll noch mal eine Spur besser sein. Und ich habe den jetzt vorgestern das erste Mal aufgetragen, die erste Schicht. Am zweiten Tag kommt die zweite Schicht. Am dritten wird das Ganze nochmal ablackiert. Also heute Abend lackiere ich das Ganze ab und mache den praktisch wieder einmal neu drauf. Und ich trage den auch gerade, und ich muss schon sagen, also man merkt langsam, also nach dem zweiten Auftrag, dass sich die Nägel nicht mehr ganz so schnell verbiegen, und sie sind schon stabiler geworden. Aber das Ganze soll man 2 bis 3 Wochen machen, diese Kur. Und ich würde sagen, ich sage euch dann, wie ich das finde. Und wenn ihr möchtet, dass ich dazu ein extra Video mache, dann schreibt mir das mal unten in die Kommentare. Dann werde ich es auf jeden Fall diese 2-3 Wochen testen und euch dann berichten, wie meine Nägel so geworden sind. Ja, ihr Lieben, wie ihr vielleicht auch in der Überschrift schon gelesen habt, möchte ich euch ein kleines Paket verlosen. Und ja, es ist eine Kleinigkeit, es ist ein kleines Dankeschön an euch, dass ihr so treu dabei seid, dass ihr meine Videos so gerne verfolgt, so fleißig kommentiert. Und ja, ich habe hier einmal das Set von Otto Kern, das Playful Parfüm Set, das könnt ihr gewinnen. Und noch eine Box mit Produkten. Hier haben wir einmal drin ein Kokosöl, einmal meine absolute Lieblingsmaske, eine Dusche, eine Bodylotion, Handcreme, dann einen Balea Lippenpflegestift, eine Portion Danke, eine Rhabarberkerze, ganz, ganz toller Duft übrigens, ein Hygienegel zum Mitnehmen und ein Augenbrauenstift.
Und ja, ich hoffe, ihr freut euch drüber. Und wenn ihr an der Verlosung teilnehmen möchtet, dann schreibt mir unten in die Kommentare mit dem Hashtag Gewinn ein kleines Kommentar. Einfach liebe Worte da lassen und mit ein bisschen Glück könnt ihr das Ganze gewinnen. Um an dem Gewinnspiel teilnehmen zu dürfen, müsst ihr bitte über 18 sein. Und ja, alles weitere lest ihr unten in den in der Infobox und kommentiert fleißig. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ihr Lieben. Tschüss!